Nach der Wende in der DDR und der Wiedervereinigung gab es einige Versuche, in Ostdeutschland neue Zeitungen zu gründen. Eine davon war der Oranienburger Generalanzeiger, der vom Verleger Dirk Ippen ins Leben gerufen wurde. Während viele andere wieder eingingen, gibt es den Generalanzeiger bis heute. Es ist eine der wenigen Zeitungsneugründungen nach der Wende, die sich auf dem Markt etablieren konnten. Die Drehscheibe sprach im Rahmen ihrer Videoserie über Lokaljournalismus in Ostdeutschland mit Claudia Duda und Claudia Seiring über die Geschichte der Zeitung, die besonderen Bedingungen im Osten und das Lokale. 1990 lautete die Devise: Neue Zeitungen braucht das Land. Aus heutiger Sicht ist der Oranienburger Generalanzeiger anders als andere Zeitungen. Ich denke schon, dass wir noch ein Stück anders sind als andere Zeitungen. Natürlich bieten wir Informationen in erster Linie, das erwarten die Leser von uns. Wir bieten vor allen Dingen Lokales. Wir bieten aber natürlich genauso das Überregionale, Nachrichten, Politik, Kultur, Sport, so wie man das von einer ganz normalen Tageszeitung erwartet. Aber die Leser, die in den 90er Jahren zu uns gekommen sind, die haben von uns erwartet, dass wir kritischer nachfragen, als sie das von der anderen Presse vorher gewohnt waren. Und das versuchen wir auch heute immer noch zu tun. Also wir machen keine Hofberichterstattung. Warum so eine Zeitungsneugründung im Raum Oranienburg-Oberhavel? Also auf jeden Fall für den Verleger, der uns lange begleitet hat, nämlich die letzten 20 Jahre, Dirk Ippen, das Interesse daran zu gucken, ob sowas funktioniert. Ich glaube, das hatte auch eine Neugier. Also der ist ein großer Verleger in Westdeutschland gewesen, damals schon, und hatte immer kleine Zeitungen, also so regionale Zeitungen, das war sein Konzept. Und ich glaube, der hat im Grunde genommen Lust gehabt, das auszuprobieren. Also er hatte natürlich auch genug Mittel. Er hatte sehr schnell Partner hier vor Ort gefunden, indem er Geschäftsleute, die selbstständig waren und im Grunde in der DDR keinen Fuß auf den Boden kriegten, gefragt hat, ob die Lust hätten, da als Herausgeber mit zu fungieren. Und hat dann über eine ganz unkonventionelle Schiene Kontakte geknüpft und das auch umgesetzt. Also die ersten Zeitungen sind in einem Hinterzimmer gemacht worden, wo im Boden Löcher waren, Krater groß, aber war halt ein Ort, war überdacht, konnte man machen. Ich glaube, das Interesse war, klappt das? Können wir das bringen? Vielleicht mit irgendwann auch gewinnen, aber das war nicht am Anfang. Am Anfang war es echt so ein Pioniergeist, würde ich sagen. Wer hat die Zeitung am Anfang gemacht? Journalisten aus dem Westen oder Oranienburger? Also es war ein federführender Journalist aus dem Westen, der kam, um erstmal zu helfen, also im Sinne von Anleitung geben. Aber es waren Leute auch von hier vor Ort, die auch in der Bürgerrechtsbewegung zum Teil aktiv gewesen waren. Also ich meine, das fing ja mit einfachen Sachen wie Flugblatt gab es schon mal oder eine zweiseitige Infogeschichte, die gesagt haben, ja, das können wir uns vorstellen, das ist auch jetzt ein bisschen umfangreicher zu machen. Und die saßen in diesem Hinterzimmer. Also es gab schon große, auch journalistische Unterstützung aus dem Westen, aber es wurde nicht, also jetzt dominiert, oder es kam nicht nur von außen, sondern es kamen auch Leute, denn man musste sich ja erstmal zurechtfinden und dazu brauchte man die Leute von hier. Und das war, nach meiner Erinnerung, zu der Zeit war ich noch nicht dabei, war es ein gemeinsames Anfang. Die Tageszeitung dann, soll ich dazu was sagen? Die Tageszeitung dann wurde im Grunde genommen in 0, nichts aus dem Boden gestampft und da waren wir eine Redaktion, die auch aus Ost und West bestand, von Anfang an. Und bis auf den Chefredakteur, der dann aus dem Westen kam, völlig gleichberechtigt hier gestartet sind. Was ich nicht vergessen werde, auch finanziell von Anfang an. Es war eins, es war immer sensationell. Also von Anfang an, vom ersten Tag an war klar, hier sind überall die gleichen Verträge. Das hat uns extrem entspannt. Alle. Und, ja. Es gab nach der Wende einige Zeitungsgründungen im Osten. Viele sind wieder eingegangen. Was haben Sie anders gemacht? Ich glaube ganz fest ans Lokale. Ich glaube, dass das Konzept, was hier von Anfang an geherrscht hat, nämlich Lokales ganz nach vorne, uns die Leser herangeholt hat und auch, dass uns die Leser deshalb die Treue gehalten haben. Dass sie nämlich sagen, wir möchten wissen, was passiert hier vor Ort und wir möchten das zuallererst lesen. Alles, was überregional ist, können wir in Rundfunk, in Fernsehen auch erfahren. Natürlich müssen wir ein Angebot dafür liefern,
Aber wir sind ganz stark mit unserem Regionalen. Da sind bei uns die meisten Redakteure und da ist auch der größte Umfang, den wir täglich produzieren, in den einzelnen Orten hier im Kreis und im Erscheinungsgebiet insgesamt. Und das haben wir von Anfang an so gemacht und das trägt uns bis heute. Ist der Oranienburger Generalanzeiger 22 Jahre nach seiner Gründung noch eine Ostzeitung? Wir haben diese Diskussion lange geführt, in der Zeit, als wir den Mantel aus Siege bei Bremen bekommen haben. Dass wir gesagt haben, das geht eigentlich überhaupt nicht. Dass im Westen für uns ein Mantel hier im Osten gemacht wird. Also muss ich das, glaube ich, bejahen. Ich glaube, man sieht es uns noch an, aber ich glaube, wir sind auch stolz darauf. Ich glaube auch, dass das gut so ist. Weil wir haben eine zum größten Teil ostdeutsche Leserschaft. Wir schreiben für ostdeutsche Leser und die wollen sich in unserem Blatt wiederfinden. Und das heißt, dass wir die Interessen der Leute hier vor Ort vertreten müssen. Uns auch als Anwalt der Leser zum Teil verstehen. Und dann müssen wir auch ihre Sprache sprechen. Inzwischen wurde der Generalanzeiger an den Märkischen Zeitungsverlag verkauft. Was bedeutet das für die Zukunft des Blatts? Also als Zeitungstitel werden wir so erhalten bleiben. Da bin ich ganz sicher, das funktioniert auch gar nicht anders, weil dann würde man sonst hier die Leser verlieren. Möglicherweise wird sich einiges in den Strukturen angleichen zwischen der Märkischen Oder-Zeitung und uns. Trotzdem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir mit dem Lokalen vorn bleiben werden, weil nur das unterscheidet uns von unserem Mitbewerber hier auf dem Markt. Nur deshalb werden wir hier gelesen. Und der redaktionelle Eingriff ist nicht so, dass wir uns als Zeitung nun vollständig umkrempeln müssen. Wir bekommen jetzt einen anderen überregionalen Teil. Der kommt nicht mehr aus Siege bei Bremen, sondern aus Frankfurt-Oder. In Brandenburg. Und da finde ich, das tut unserer Zeitung gut, weil wir machen jetzt eine brandenburgische Zeitung. Und das ist auf jeden Fall der richtige Weg.